Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kitsche. Wir spielen Witcher 3, sind hier in diesem Dungeon. Kira mal inzwischen gefunden und Geralt hat mal kurz meditiert. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe auch wieder drei Katzen-Tränke. Okay. Naja, ich hatte nur zwei. Mann. Einer ist gerade aktiv. Blödes Zeug. Ja, das ist wirklich blöd hier. Also Igni braucht man hier unbedingt. Sonst wird man hier vergiftet und es geht ganz schnell, dass man sein Leben hier verliert. Oh, oh. Ah, dieser giftige Nebel, der kommt aber sofort wieder raus. Ja? Wenn man einmal abgebrannt hat, das heißt gar nichts, oder wie? Naja, das hilft nicht lang. Der kommt schnell wieder nach. Aber hier scheint... bessere Luft zu sein. Hier scheint es ganz in Ordnung zu sein. Aha. Ja, wir sind hier nicht im Suchkreis, ich weiß. Was suchst du denn im Suchkreis? So, wofür ist der da? Keine Ahnung. Hier steht dazu, erkundet Schwalben. Die Ruinen und folge den Schwalben-Symbolen. Ja. Aber ich will mir ja erstmal alles angucken. Hier gibt es ja doch einiges zu finden, wie wir festgestellt haben. Natürlich. Und auch hier gibt es wieder was. Das sind auch ganz gute Sachen. Ja. Aha. Ist eine Sackgasse, das habe ich gehofft. Und jetzt müssen wir uns dann wieder durch diesen Giftnebel zurückkämpfen. Hier würde ich nicht gerne durchlaufen, so. Durch dieses Wasserläus, was da unten ist. Tja. Vielleicht Blutegel. Oh ja. Sagst du? Die sehen ekliger aus, als sie eigentlich sind. Ja, sie sehen eklig aus, das reicht mir aber schon. Das Blöde ist nur, dass es eine ganze Weile nicht aufhört zu bluten. Mhm. Ansonsten ist gar nicht so schlimm. Ich wollte mal gucken, ob wir nicht ein paar hübsche Sachen gefunden haben. Okay, das ist neu. Das sieht ganz gut aus. Mhm. 10, 15, 25. Ja. Ja. Ist eindeutig besser wie das, was wir gerade anhaben. Richtig. Also anziehen. Haben wir natürlich wieder keine Rune drin. Ja. Sieht genauso aus wie das andere. Ja. Die sehen beide gleich aus. Ach, ist beides. Traurig. Sieht ja genau gleich aus, finde ich ja blöd. So, das ist auf jeden Fall viel schlechter. Das auch. Das auch. Halt, hier gucken. Viel schlechter. Ja. Auch schlechter. Was hat ein paar bisschen höheren Wert, das kennen wir schon. Jo, mehr haben wir nicht Neues. Okay, da können wir uns wieder weiter durch diesen Giftnebel kämpfen. Oder aber wir gehen einfach mal hier lang. Guck mal, was ist das denn? Ah, das ist doch eine Schwalbe, oder? Guck, das ist eine Schwalbe. Oh, was ist das so denn Schwalbe für ein Zeichen? Ich kann das gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie die eine Schwalbe zeichnen. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Genau. Nicht vergessen abzufucking. Ja, ohne Iggy bist du hier echt. Du hast hier ganz schlechte Karten. Ja. Hier ganz schön verratzt. Ich lasse die Pilze jetzt mal Pilze sein. Ja, ja, du musst ja nicht jeden einzelnen Pilz mitnehmen. Wir wissen ja nicht mal, wozu die gut sind. Was ist denn das für eine Figur? Aber ich muss mir mal die Figur angucken, wollte ich ja gerade sagen.
Glanz. Glanz? Oh. Ah, jetzt aber. Ah, Mann, nimmst kurz mein Schwert auf und schon erstickst. Du hast dich ja lange aufgehalten. Blödes Zeug, blödes. Ja, echt bescheuert. Präventiv kann man es normalerweise ja nicht machen, wenn es aber gleich wieder kommt. Ah, jetzt stehe ich schon wieder im Dustern und weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ja, selber schuld. Okay. aber du kannst doch hier den Ding, wo Kira ist. Erstmal wo Katze. Es lang geht. Siehst du ja da. So. Ich glaube, du warst ja auf dem Weg zu Kira. Oder? Das kann sein. Och, das ist ja wirklich. Mann! Das ist ein echter Mist hier. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Na, geh doch zu Kira. Dann weißt du, wo du hin sollst. Da gibt's doch so ein Ding hier, so eine Marke. Wo denn? Zeig ihn mir doch. Oh, hab ich noch gesehen. Nichts dafür bin ich vorher nicht gesehen. So, unten siehst du ihn wenn noch. Ich da oben bin, dann zeigt er mir in die Richtung. Ja, du brauchst ihn auch nicht entgegen. Hm. Oder? Toll. Ich dachte vorhin schon, dass du falsch läufst. Ich meine, das heißt falsch laufen. Oh, ja, ey. Mann. Ja, nicht unaufmerksam werden. Du kannst doch immer noch abfackeln. Ja, und wenn ich hier runtergehe, ist sie weg. Ja, da ist sie dann auch weg. Ja, dann zeigt der Weg, zeigt der Marker wieder in die andere Richtung. Ja, das verflixt ist vielleicht wirklich der Sinn. Also, aber da hinten ist doch ihr Echo. Also ihr Dingsterbumster, ihr Kreis. Da, ja. Sag ich, Mann. Man darf einen Moment irgendwo du hier genau stehen bleiben, da um bei sich dem, zu bei dem Typen orientieren. Du warst hier auf dem Weg nach oben. Da warst du schon auf dem richtigen Weg. Und dann bist du ja wieder zurückgegangen. Das war der Fehler. Das war ja die Figur, wo du das Ding gesperrt wurde. Lass uns das doch mal angucken. Was ist das für ein? Ja, das sollten wir uns vielleicht mal angucken. Hast recht. Wo ist es? Da ist es. Glanz. Doch, nicht gerade so überzeugend. Das bringt uns nicht weiter. Nee, also überhaupt kein. Ja, ist auch ein Silberschwert, sehe ich schon, ja. Überhaupt nee, gar kein Vorteil. Vergleich. Nee. Nee, nee. Können wir aber verkaufen. Das haben wir uns schon angeguckt. Okay. Ja, ja. Er hat nur einen kleinen Umweg gemacht, Gerald, und hat ein paar Federn gelassen. Wenn er so weitermacht, ist er bald nackt. Ja, aber warum steht sie denn hier? Hier war doch der Ding, der Elf. Warum kommt sie denn nicht mit? Weil es da nicht der richtige Weg ist, vielleicht. Ich weiß es nicht. Erkunde die Ruinen und folge den Schwalbensymbolen. Jetzt musst du wieder dahin. Ja, ich muss doch hier hin. Siehst du, da ist gut, der Suchkreis. Wir wissen auch immer, wo Kira ist. Sie ist da, wo die Treppe hochgeht. Ich gehe jetzt mal links rum. Vorhin bin ich rechts rumgegangen, jetzt gehe ich mal links rum. Ja, aber komisch, warum ist jetzt plötzlich der Fall? Muss ich das verstehen? Die wollen dich da nur reinlocken, damit du dich vergiftest. Und ja, stirbst. Ich muss irgendwo ein Schwalbensymbol finden. Darum geht es eigentlich. Ach, lass doch, Mensch, diese dämlichen Pilze hier. Hoffentlich sieht die Schwalbe auch wie eine Schwalbe aus. Tja. Naja, wenn du eigentlich suchst, müsste das sie ja aufleuchten. Ist ja lustig, hier sind ja so komische Schalldinger. Schallwellen. Ich hätte gedacht, da ist das Einzige, was wir gesehen haben, das haben wir uns aber schon angeguckt. Und er hat auch nicht gesagt, untersuchen. Ist es das? Ja, hier waren wir aber woanders gibt's doch gar nicht hin hier. Auf jeden Fall gibt es hier eine Truhe und da gehe ich immer hin. Wo es eine Truhe gibt. Hat man die Truhe nicht das letzte Mal auch schon gesehen, dass sie nicht gehört? Oder habe ich mich hier total verirrt?
Nee, das hat auch so ausgesehen. Aber das war vorne flacher. Hier geht's gleich tief runter. Wo war die denn? Ich will die Truhe haben. Hier ist eine Truhe. Und da war noch eine. Gerald. Gleich säuft er ab. Ja, gleich ertrinkt. Man kann sagen, alles nur aus Gier. Tod aus Gier. Tod durch Gier. Du kannst hoffentlich auftauchen wieder. Nee, kannst du nicht. Das wird aber langsam Zeit. Ja, hier sind wir wieder da, wo wir reingesprungen sind. Ich musste aber erstmal wieder zurück zum Luft holen. Wo willst du jetzt hin? Runter. Aha. Abtauchen. Aber du bist doch eigentlich im Suchkreis. Ja, du bist im Suchkreis, oder? Nee. Du bist du nicht, ne? Ich bin nicht im Suchkreis. Das ist außerhalb des Suchkreises. Nee, ich bin durchgeschwommen. Ja. Ich bin doch auf der anderen Seite. Ja. Ist doch okay. Ich wollte sowieso ja hin und dir angucken, was da ist. Pfeffer, schon wieder Pfeffer. Ja, jetzt. Ja. Man darf hier keinen Augen. Ich dachte, hier ist kein Gift, aber das war ein Irrtum. Verdammt. Was? Hä? Warum verdammt? Was? Wo? Wo ist verdammt? Was ist verdammt? Frag Gerald. Hallo Gerald, warum hast du verdammt gesagt? Ja. Aha. Geht's hier irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Nee. Warum sollte ich die dann kaputt machen? Ja klar, das hilft viel. Weil du's kannst. Einfach um Atmen ein bisschen zu üben. Aha, deswegen verdammt. Ja, weil die Erscheinung gesehen hat. Mehr gesehen als. Oh, ja, schon da. Oh, ja. Oh nein! Kannst du da nicht gehen, Maschi? Was ist das? Er ist tot. Wohin? Wo ist denn im Ding drin? Du musst auch raus, sonst fühlst du dich noch selbst an, oder? Ja. Das ist so gut. Weil es kannst du das ja ist ja bescheuert. Gerald. Die Schatzsuche hat dich ganz schön in Gefahr gebracht, würde ich mal sagen. Na, so sind sie, diese Gegner. Die ist da. Mach weg. Erstmal wieder ein bisschen erholen. Ja, kann man nur hoffen, dass das Gas nicht gleich wieder zurückkommt. Viel Zeit hat man hier nicht zum Erholen. Geisterstaub. Aber da gibt es noch mehr von den Blöden. Ja, das ist eine gute Kombination. Die und das Gas. Oh nein. Und dann kommen die auch noch in der Motorrad. Ich glaube, ich komme hier nie wieder weg. Nee, hier kommst du nicht mehr. Aber dafür hast du viel gefunden. Komm, wir hoffen, dass du überlebst. Und das auch mal irgendwann verkaufen kannst. Ich wollte ja immer schon reicher Toter sein. Ja. Ach, blöde Pilze. Eigentlich auch was dagegen, gegen dieses komische Gas. Oh nee. Na
Naja, unter Wasser ist ja wohl kein Gas. Okay, erstmal wieder speichern und dann abtauchen. Was ist das denn für ein Gas? Faulgas? Keine Ahnung. Das ist giftig. Gerald, schwimmen. Schwimmen. Ja, schwimmen gegen die Strömung vielleicht. Saut ein bisschen länger. Kennst du dich doch aus? Ja. Ich mich auch natürlich. Wer nicht, der schon mal im Meer geschwommen ist? Oder im Fluss? Na, wen haben wir denn da? Kira ist hier. Na, Gerald. Was machst du denn? Ja, im Wasser ist er ganz schwer zu beherrschen. Da springt er plötzlich auf die andere Seite. Na, Gerald, hast du es denn nicht wiedergesehen? Ich dachte, du hättest es eilig. Wenn es um Schätze geht, schon. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo diese blöde Schwalbe sein soll. Aber du bist jetzt im Suchkreis und vorhin warst du nicht im Suchkreis. Ja, ich war raus aus dem Suchkreis. Ja, das ist richtig. Wir waren ja auch auf schatzsuchenden Abwegen. Was macht eigentlich Donner? Der regeneriert Ausdauer. Was ist denn Mann! Was hast du dich wieder verbrannt? Warum denn das? Weil Kira ständig in den Weg rumläuft. Kira macht da, das nicht. Du kannst dieses Ziel nicht angreifen, sagt er dann Emma. Kira macht überhaupt nichts aus. Guck mal, die ist ganz locker überstanden. Ja. Cool. Ist wirklich cool. Wo zum Kuckuck ist hier eine Schwalbe? Ich verstehe das nicht. Steht hier Wanderung im Dunkeln. Eine hübsche Wanderung ist das. Folge den Schwalbensymbolen. Toll. Wo denn? Weil du musst dir eine Schwalbensymbol. Ach so, das eine Symbol haben wir. Dann war es wohl doch eine Schwalbe, was wir da gesehen haben. Das war ja genau am Ausgang. Das hat aber Kreis. Nicht ausgesehen wie eine Schwalbe. Ich weiß nicht, wie die eine Schwalbe interpretieren, wie die aussehen muss. Das war das Einzige, was ich gesehen habe, was irgendwie als Symbol heute gelten kann. Das war Wasser. Ja, hier kommt eine Schwalbe. Raus. Wir sind offenbar richtig. Guck mal doch, sie hat eine Schwalbe erkannt. Wo ist sie? Da ist sie. So sieht die aus. Glauben wir auch, könnte sie. Da ist eine Schwalbe. Nur das ist eindeutig das ist eine Schwalbe. Das ist gut, dass es eine Schwalbe ist. Ja, Problem guck mal, wenn man davor steht, leuchtet sie sogar. Ja, so, jetzt kann man sehen. Kann man. Das ist ein Vogel für mich, irgendein Vogel. Ja. Papagei kann aber es nicht immerhin. Sein. Wie ein Vogel. Ich kann es nicht lassen, das ist schon Reflex. Natürlich ist das Reflex. So wird man. Pass bloß auf, dass du nicht überleben so wirst. Schnapp, schnapp, schnapp. Da gibt's jeden Tag Pilze. Pilze? Wenn's das nur wäre. Ich glaube, es geht da oben lang, hä? Könnte sein. Uff. Naja, ich schätze mal, deine Lunge ist ganz schön mitgenommen von dem vielen Gas. Na, na, na. Wolltest du jetzt boxen? Ich habe A gedrückt. Aber er war schon im Kampfmodus, warum auch Pfeffer. Immer. Und hier ist Pfeffer. Pfeffer. Die Leichen haben hier meistens Pfeffer dabei. Ich weiß zwar nicht warum, aber ist so. Ich glaube, ich. Ja, hier ist wieder eine Schwalbe. Auch dann ist es immer schön rot. Das ist nett. Ja, man muss auch ab und zu mal nach oben könnte gucken. Könnte auch eine Möwe sein. Ja.
Vogel auf jeden Fall. Ja, und rot. Dank der Hexer. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da sind wir. Was ist das? Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Rennt immer. Kira, warum rennst du immer? Lass sie ruhig rennen. Siehe, die kommende Solestelle. Ist er ja schon wieder. Cyril, die Forte Solesse Rea. Aha. Einzelne Kelpie. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Naja. So kommt man von einem Vogel auf ein Pferd. Vella Glan! Oh, sie hat ein bisschen, wenigstens ein bisschen Licht gemacht. Mhm. Kann man das kaputt machen? Sieht nicht so aus, ne? Ich weiß nicht. Nee. Nur weil es so glänzte. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ja, oder was ist mit Kreide hingekritzelt? Na, wir kommen dahin, wir können da hingehen, wo wir gucken. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Stirb! Die Erscheinung? Ja. Meinst du, das ist eine Art Spiel mit dem Verstand? Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Dann halten sich diese Erscheinungen ja für real. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht fassen. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Na gut, wir werden einen Schluss machen, wenn du hier genug geplündert hast. Tja, ich war dabei, hier rundum zu laufen und zu gucken. Hier ist es, Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Musst du alles anfassen? Oh, ich wär's dir fast Geralt, ist alles in Ordnung? Kann man so sagen. Ja, kann man so sagen, lest man gerade nur ein bisschen. Okay, ich glaub, da ist mal wieder ein Stündchen Pause angesagt, ja? Wie gut, dass es hier keine Rolle spielt. Gut, dann merken wir jetzt. Weil es sowieso duster ist. Du hast es ja jetzt jetzt siehst du toll ausgeruht aus und... Ja. Und wieder gesund und... Dann können wir weitersuchen. Genau. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.